Guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Damen und Herren, Freunde und Freundinnen. Ich freue mich sehr, begrüße euch alle auf erste Folge meiner Show Talk with a Gay oder in diesem Jahr Talk with Fatal. Und heute bei uns, das ist ein besonderer Gast, Ansprechperson von der Berliner Polizei für LGBTQ-Community, Herr Michael Späth. Guten Abend. Herr Späth, sagen Sie bitte mehr über Sie, weil genau zum Beispiel ich und viele andere Menschen kennen nicht so viel über Sie als auf Person, als Mensch. Ja, also ich stelle mich gern vor. Mein Name ist Michael Späth. Ich bin 33 Jahre alt, komme nicht aus Berlin ursprünglich, sondern bin geboren im schönen Schwarzwald, also in Baden-Württemberg, ganz im Süden, und habe dann 8 Jahre in Frankfurt gearbeitet und gelebt. Dort bin ich auch zur Polizei gegangen, also in Frankfurt am Main 2011. Habe dort gearbeitet, 5 Jahre, ja, meistens in einer zivilen Fahndungseinheit die meiste Zeit. Das heißt, im Frankfurter Bahnhofsgebiet, im Rotlichtviertel, haben wir Straßenkriminalität bekämpft. Ich war aber auch in der Bereitschaftspolizei und habe dort Einsätze wie Demonstrationen, Fußballspiele begleitet. Und dann 2019 habe ich mich entschieden, nach Berlin zu gehen, weil einfach Berlin ist ja eine tolle Stadt, ist eine vielfältige Stadt. Und habe mich entschieden, aus privaten Gründen eben nach Berlin zu wechseln. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, aber 2019 bin ich dann zur Polizei Berlin gekommen. Erstmal auf den Abschnitt 51, das ist in Friedrichshain, hinterm Berghain. und bin dort Funkwagen gefahren für ein gutes Jahr und danach zur Brennpunkt- und Präsenzeinheit. Die wurde neu gegründet und dort war ich dann am Görli, Kotti, Alexanderplatz 2 Jahre unterwegs in Uniform. Und seit einem Jahr jetzt bin ich quasi relativ neu noch Ansprechperson für LGBTIQ bei der Polizei Berlin beim Landeskriminalamt. Wieso entschieden Sie, sein Leben mit Polizei verbinden? Also ich meine, Arbeiten bei Polizei. Das war eigentlich schon so seit meiner Kindheit. War immer so eine Idee, zur Polizei zu gehen, und dann hat mich meine Familie bestärkt und ich habe mich dann einfach beworben und es hat geklappt. Und dann bin ich diesen Weg gegangen und bereue es auch nicht. Bin gerne Polizist. Was fasziniert Sie an Ihrem Arbeit als Ansprechperson der Polizei Berlin für LGBTQ-Community? Ja, also die Gründe, dass ich mich auf diese Position beworben habe, waren, dass ich in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, viel von Übergriffen gehört habe auf die queere Community. Es gab in der Presse, in sozialen Medien viele Berichte, aber auch Freunde haben mir erzählt, dass sie angegriffen wurden, dass sie, es war einfach nicht so schöne Informationen, die ich bekommen habe, und deswegen wollte ich dem entgegenwirken, habe gedacht, ich möchte mehr mich für die Community einsetzen und habe mich dann auf diese Stelle beworben. Und das Faszinierende daran ist eben auch, dass man sich einbringen kann mit eigenen Ideen auf dieser Stelle. Und ich möchte natürlich für Weltoffenheit, für Toleranz werben innerhalb der Polizei, aber auch gegenüber der Polizei, also in der queeren Community, eben um Vertrauen für die Polizei zu werben. Wie Berlin, sagen Sie schon, ist eine Regenbogenstadt. Und wie beurteilen Sie die Situation in der LGBTQ-Community in Berlin? Von zum Beispiel, sagen wir, seit einem Jahr, ändern Sie die Situation zum Besseren oder zum Schlechten Seite? Ja, also Berlin ist ja die Regenbogenhauptstadt, so betitelt sie sich ja selber. Und wir haben hier eine große, sehr, sehr große queere Community, sehr vielfältig. Die Situation ist sehr gut rechtlich, aber jetzt nicht nur in Berlin. Wir haben ja in Deutschland, wir haben gleichgeschlechtliche Ehe, wir haben Adoptionsrecht. Von daher, die rechtliche Situation in Deutschland ist sehr, sehr gut. In Berlin gibt es zusätzlich noch viele Beratungsstellen. Es gibt Fachberatungsstellen, viele Angebote für queere Menschen. Es gibt zum Beispiel Maneo, es gibt die Schwulenberatung, es gibt Cube, das ist ein queerer Jugendclub in Neukölln. Mhm.
Und das sind alles Dinge, ja, die eben Berlin so vielfältig machen. Ob sich zum Besseren oder Schlechteren bewegt, ich würde sagen, dass doch die Gesetze sich positiv entwickeln. Es soll ja jetzt auch das neue Selbstbestimmungsgesetz bald geben, wo die Regierung dran arbeitet. Von daher würde ich sagen, die Situation entwickelt sich schon zum Positiven. Wenn Sie jetzt vielleicht die Situation ansprechen von Straftaten auf die Community, dann ist natürlich, haben wir einen Anstieg, ja, die Statistik sagt, es werden jedes Jahr mehr Straftaten, homo-, transphobe Angriffe. Aber das ist jetzt für uns nicht nur negativ zu bewerten, sondern diese Anzahl der, also der Anstieg der Zahlen bewerten wir durchaus auch positiv, weil eben mehr angezeigt wird. Aufs Dunkelfeld kommen wir ja nachher noch zu sprechen. Und was man aber doch sagen muss, ist vielleicht, dass die Gewalt bei diesen Übergriffen ein bisschen zunimmt, dass es doch brutaler wird, wenn man angegriffen wird. Wie behandelt die Polizei Fälle von LGBTQ-Verbrechen? Wird jeder Fall individuell und unparteiisch behandelt oder ist hier ein System der Rechtsprechung zum Werk? Also Hasskriminalität ist das ja, wenn homo- und transphobe Straftaten passieren. Das wird natürlich bei der Polizei unparteiisch und neutral bearbeitet. Wir haben beim LKA den polizeilichen Staatsschutz, der bearbeitet diese Vorgänge. Weil es eben Hasskriminalität ist und Hasskriminalität ist politisch motiviert, also der Täter hat Vorurteile, ist vorurteilsmotivierte Kriminalität und deswegen wird sie eben beim Staatsschutz bearbeitet. Genauso geht es dann weiter bei der Staatsanwaltschaft, bei der Abteilung 237, das ist die Zentralstelle für Hasskriminalität. Mhm. Dort werden alle queerfeindlichen Straftaten dann weiter bearbeitet und vielleicht noch als ja, zum Anmerken, es gibt den Paragraph 46.2 StGB, die Strafverschärfung. Das heißt, dass die Staatsanwaltschaft homo- und transphobe Straftaten, also queerfeindliche Straftaten, stärker bestrafen kann als normale Straftaten. Wenn man dann mal von so einer normalen Beleidigung ausgeht, Dreckslesbe, scheiß Transe, dann kostet es mal 1.000 Euro aufwärts an Geldstrafe. Und das ist schon ein wichtiges Zeichen, finde ich, auch an die Community eben, dass das konsequent geahndet wird, konsequent verfolgt wird und auch stärker bestraft wird. Welche drei Entschärfungen sind Sie in Ihrem Job als Kontaktperson wichtig und die Arbeit gut zu erledigen? Eigenschaften, drei Eigenschaften. Ich würde sagen, Empathie. Man muss natürlich sehr einfühlsam sein, man muss die Leute verstehen. Das ist sehr wichtig, dann Engagement, persönliches Engagement, weil nur wenn man sich einbringt und neue Sachen mit neuen Ideen, dann kann man auch die Stelle weiterbringen und vielleicht noch die Neutralität, weil man natürlich alle Menschen gleich behandeln soll, egal oder muss und das machen wir auch unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Also zum Beispiel, wann zum Ihrer Kollegin geht ein LGBTQ-Mensch? Was ist Ihr Tipp zum ihm? Schwere Situation sich zu verbringen und Sachen machen wie zum Beispiel, wenn ein schwuler Mensch kommt zu mir im Büro und sah ihm in einer stressigen Situation, zum Beispiel 5 Minuten vor, er hat eine Polizei, nicht Polizei, aber eine kriminelle Situation behandelt, bekommen von einer Homophobie oder so. Was machen Sie in dieser Situation? Also wir beraten natürlich erstmal, wir nehmen keine Anzeige auf, sondern wir sind beim LKA Prävention, wir wollen, wir beraten die Menschen, sagen natürlich, dass wir zur Anzeigenerstattung ermutigen wollen, weil viel ja nicht angezeigt wird, deswegen sagen wir erstmal, bitte bringt das zur Anzeige und das kann die Person dann auf jedem Abschnitt machen oder auch per Internetwache, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und dann natürlich geben wir auch noch Beratungsmöglichkeiten, wenn der Angriff vielleicht einen betroffen hat und einen psychisch belastet, da sind wir als Polizei vielleicht haben nicht ganz so viele Möglichkeiten, dann geben wir aber an unsere
Netzwerkpartner weiter und die haben dann noch mehr Möglichkeiten, um da Hilfestellungen zu leisten. Wie viel Zeit brauchen Sie für Machen Ihrer Arbeit, zum Beispiel von einer Polizeianzeige von einer LGBTQ-Person zum Ende des Case zum Gericht oder zum Rechtsanwalt gehen? Ja, also das Verfahren dauert unterschiedlich lang, also wahrscheinlich ein paar Wochen bis Monate ist es bei der Polizei, wenn dann alle Ermittlungen getätigt sind, das heißt, man hat die Zeugen vernommen und dann Videomaterial vielleicht ausgewertet, das kommt immer darauf an, wie lange das dann dauert, dann nach mehreren Wochen oder Monaten wird der Fall abgegeben an die Staatsanwaltschaft und die entscheidet dann, ob sie Anklage erhebt. Und bis dann das bis zum Gerichtsverfahren kommt, kann es natürlich dann nochmal dauern. Also es ist eine sehr weite Zeitspanne. Vom Anfang bis zum Ende des Verfahrens kann auch ja, ein Jahr bis mehrere Jahre vergehen im schlechtesten Fall. Also in unserem Gesetz haben keiner eine Zeit, um welchem Sie müssen das Sache erledigen. Ich meine, Sie müssen das arbeiten, so ungefähr drei Monaten. Und dann Sie oder ich meine, zum Beispiel zu Ihnen einer Polizei ist angekommen. Und in Ihrem Büro das 3 Monate und dann Sie machen das zum Beispiel der Staatsanwalt und der Staatsanwalt macht das weiter. Das gesetzlich, das ist eine Regel machen oder nicht? Ja, es gibt schon eine Frist, in der eine Strafanzeige bearbeitet werden muss, aber die kann unterschiedlich lang sein, also von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten. Warum glauben Sie, dass viele Menschen in Berlin kein Vertrauen in die Polizei haben? Schließlich weiß die Polizei in Deking nicht über die Verbrechen gegen LGBT Bescheid. Ja, da haben Sie recht. Es gibt ein überdurchschnittlich hohes Dunkelfeld. Sprich, es werden nicht alle Straftaten angezeigt der queeren Community. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Zu einem natürlich die Historie der Polizei. Wir haben uns damals als Polizei, als Strafverfolgungsbehörde nicht gut verhalten, vor allem gegenüber schwulen Männern. Wir haben Razzien gemacht. Es gab den Paragraph 175 StGB, also es war unter Strafe gestellt, unter gewissen Umständen Homosexualität, männliche Homosexualität. Und klar, das ist noch in den Köpfen der Menschen verankert. Und natürlich gibt es aber auch noch andere Gründe. Zum Beispiel geht man nicht zur Polizei oder macht keine Anzeige, wenn man ein ungeouteter Mann ist. Oder man hat allgemeine Fehlvorstellungen, wie eine Anzeige bringt eh nichts. Oder man hat falsche oder schlechte Erfahrungen gemacht mit Polizeibehörden oder hat es von Bekannten im Freundeskreis erzählt bekommen, Diskriminierungserfahrungen gemacht bei der Polizei. Das sind natürlich Gründe, warum das Vertrauen dann noch nicht so ganz da ist. Aber das versuchen wir ja eben, gerade Anne, also meine Kollegin Anne von Knoblauch und ich, wir versuchen das ja zu ändern. Wir wollen ansprechbar sein, wir wollen eine Kontaktperson, eine Kontaktschwelle für die Menschen zur Polizei sein, um eben Vertrauen zurückzugewinnen und weiter auszubauen. Also wieso Menschen hat, ich meine, nicht hat keine Vertrauen zum Polizei in dem System, weil Menschen denken, Polizei machen nichts für LGBT-Community. Zum Beispiel, das liegt Polizeianzeige liegt auf dem Tisch, Polizei macht nichts und dann eine Person bekommt einen Brief. Wie können das finden, diese kriminelle Person? Wie können das finden, nicht und so weiter? Wieso das? Wieso ist? Ja, natürlich für die Einstellung des Verfahrens gibt es viele Gründe. Das kommt natürlich immer bei der Person so an, dass die Polizei nichts macht, aber das ist natürlich nicht so, da wird ermittelt, aber wenn halt keine, wenn es keine Hinweise gibt und wenn man keinen Täter ermitteln kann, dann ist es natürlich schwierig und dann wird das Verfahren dann auch eingestellt und dann sieht so aus, als hätte die Polizei vermeintlich nichts getan, das ist aber nicht so. Deswegen kann ich nur weiterhin sagen, zeigen Sie alles an, jede Beleidigung, jede Körperverletzung, auch wenn es einmal eben eingestellt wird oder niemand ermittelt wird, vielleicht beim zweiten Fall wird dann jemand ermittelt. Das ist, finde ich, kein Grund, um nicht Anzeige zu erstatten. Muss ich sagen, wie eine Person, die hat so viele kriminelle Polizeianzeigen geschrieben, Berliner Polizei arbeitet wirklich sehr schnell und sehr gut arbeiten mit diesem Polizeianzeigen, ja. Aber zum Beispiel, ich glaube, Berliner Polizei muss ein bisschen
mehr inklusiver sein zu dem Case dieser LGBTQ-Opfer. Weil wir haben so viele Cases, zum Beispiel von LGBTQ-Community waren Menschen, eine Polizeiaussage auf dem einen russischen Mensch zum anderen russischen Mensch und stehen ein Polizist und diese Menschen sprechen miteinander auf Russisch und ein Mensch mit Polizist spricht auf Deutsch und dann dieser Polizist nicht verstehen, was zum Beispiel ein Mensch hat gesagt, anderer Mensch auf russischer Sprache, ich werde dich getötet oder so. Und Polizistperson das hat nicht verstanden und dann diese Polizeizeige nicht weiterkommen. Was sagen Sie über zum Beispiel dafür? Das ist natürlich schwierig, wenn ein Polizist draußen oder eine Polizistin nicht versteht, was jemand sagt, weil auf eine andere Sprache gesprochen wird. Gibt es natürlich immer Fälle, wo das nicht optimal läuft, aber das sind Einzelfälle. Also ich denke, im Allgemeinen, da arbeitet die Polizei schon gut. Und ja, es ist es sind Einzelfälle, da kann man jetzt halt nicht so allgemein eine Antwort drauf geben. Wie betreiben Sie die Polizei-Community in Berlin? Die LGBTI-Community, ja, die ist natürlich sehr vielfältig, sehr sichtbar, sehr groß. Viele kommen nach Berlin, weil eben Regenbogenhauptstadt, weil sie hier sein können, wie sie wollen. Und das ist auch richtig so, das ist gut so. Und es gibt natürlich viele Angebote hier. Es ist eine große Community und ich denke, als queere Person hier kann man in Berlin sehr, sehr gut leben. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel nach Berlin gekommen und ich denke, wir fühlen uns ja wohl in Berlin, oder? Und ich bin sehr zufrieden. Ja, also zufrieden Sie mit Ihrer neuen Stelle in Berlin? Ja. Was fällt Ihnen in Ihrem Kollegen, um Ihre Arbeit zu verbessern? Was denken Sie? Fehlen tut uns eigentlich nichts. Wir haben den Rückenhalt unserer Behördenleitung, also unserer Polizeipräsidentin. Wir haben auch, bekommen auch unsere finanziellen Mittel für Präventionsmaterialien, für Plakatkampagnen, für solche Dinge bekommen wir auch genehmigt. Da gibt es keine Probleme. Wir hissen ja auch einmal im Jahr zum CSD die Regenbogenflagge vor dem Polizeipräsidium als Zeichen eben für Weltoffenheit und Toleranz. Von daher gesehen, also eigentlich fehlt es uns an der Arbeit an nichts. Es kommt immer darauf an, was man selber draus macht und wir sind sehr zufrieden, meine Kollegin und ich. Also lesen Sie in dem Internet zum Beispiel eine Statistikinformation von internationalen LGBTQ-Unternehmen oder LGBTQ-Vereinen, zum Beispiel wie ILGA, weil letzter Report von ILGA war, was in Deutschland so viele Homophobie stark an, also hoch. Und was denken Sie über diese Situation? Was können Menschen machen, was Homophobie nicht so hoch war in Deutschland und zusammen, ich meine, menschliche Gemeinschaft kann, was kann Menschen gemeinsam machen für diese Dinge? Ja, ich habe diesen Report gelesen, der sagt ja, dass die Zahlen in Berlin zunehmen. Das ist ja auch so, habe ich auch vorhin gesagt. Dem entgegenzuwirken gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen. Es ist eine ganz gesellschaftliche Aufgabe, gegen Homo- und Transphobie vorzugehen, nicht nur polizeilich. Der Senat macht ja zum Beispiel auch mit dem Aktionsplan Vielfalt schützen die richtigen Schritte. Und ich glaube einfach, das ist ein ganzheitlich gesellschaftliches Thema und da müssen wir alle zusammenarbeiten, um eben Homo- und Transphobie zu bekämpfen. Also in Berlin zum Beispiel, wir haben eine besondere Stelle und besondere Situation Polizei, weil ich habe in anderen Ländern in Deutschland, wir haben nicht so schönste Polizeimenschen im Team. Das ist immer so. Und wieso denken Sie, junge Menschen gehen zu arbeiten zur Polizei? Was ist deine Erwartungen von Polizeistelle? Ja, also für viele Menschen, für viele junge Menschen ist ja Polizei immer noch ein Traumberuf, aber das ist ja bei jedem unterschiedlich, die Beweggründe zur Polizei zu gehen. Das kann ich jetzt nicht sagen, warum die jungen Männer und junge Frauen sich für den Polizeiberuf entscheiden. Da gibt es verschiedene Beweggründe. Ich hoffe mal, dass sie Menschen helfen wollen und das ist der Hauptgrund und dass es eben eine Berufung ist und nicht nur ein Beruf.
So, wie halte ich mich bei Beleidigungen oder Gewaltsituationen richtig? Also das Verhalten, wenn man beleidigt wird auf der Straße oder Gewalt ausgesetzt ist, da gibt es so ein paar Tipps, die die Polizei Berlin rät, die sind auch allgemeingültig, das ist jetzt nicht für queere Menschen anders wie für andere Menschen. Da sollte man zuerst mal natürlich die Polizei rufen immer und auch dann eine Anzeige erstatten, auch bei Beleidigungen schon. Das kann man auch übrigens 3 Monate im Nachgang auch machen, auch bei Hate Speech, also auch im Internet, auch da, wenn man dort beleidigt wird, anzeigen und natürlich dann auch im Strafverfahren mitarbeiten, also auch zur Zeugenvernehmung gehen, wenn man zur Polizei vorgeladen wird. Bei Gewaltsituationen ist natürlich wichtig, erstmal deeskalierend vorgehen, gewaltlos vorgehen. Dann kommt es immer darauf an, ob man jetzt Opfer ist oder Zeuge. Als Zeuge zum Beispiel den Abstand wahren, versuchen irgendwie dem Opfer zu helfen, der geschädigten Person, versuchen den Täter zur Flucht zu bewegen. Man kann mit anderen Passanten, falls dort Passanten sind, eine Helfergruppe bilden. Als Opfer kann man die Person ansprechen, zum Beispiel direkt ansprechen, sie mit dem roten T-Shirt, helfen Sie mir bitte. Und dann als Zeuge, wenn man eben eine Gewaltsituation sieht, versuchen den Täter quasi diese Situation zu unterbrechen und zum Beispiel zu rufen, hören Sie auf, die Polizei kommt gleich, und somit den Täter versuchen zur Flucht zu bewegen. Und dann natürlich auch im Nachgang Tätermerkmale, Täterinnenmerkmale einprägen, gucken, was hat die Person angehabt, wie war die Stimme, das Aussehen. Das ist ganz wichtig. Dann natürlich erste Hilfe leisten, wenn jemand verletzt ist. Eben auch warten, bis die Polizei dann eintrifft. Nicht einfach weitergehen und die Person alleine lassen, sondern eben auch sich als Zeuge zur Verfügung stellen. Und dann eben auch wieder im Strafverfahren auch mitarbeiten und eben auch Aussage machen. Das wären so die Tipps der Polizei Berlin. Von gesetzlicher Seite, das ist richtig, wenn zum Beispiel ich wie ein habe ein Problem auf der Straße, filming, dass kriminelle Person war, hat an mich angegriffen. Weil ich habe gehört, du kannst nicht filmen, dass Menschen ohne seine Ja, oder zum Beispiel, wenn du sagst, ich filme jetzt dich auf mein Handy für das Bestätigen das für Polizei oder so. Und ohne das du kannst diese Menschen nicht filmen, aber wenn das eine Krisensituation, zum Beispiel ein Mensch hat dich angeschlagen oder mit Messer auf dich gehen, kannst du mit Handy das fixieren? Ja, also, das ist gesetzlich legal? Ja, sie können Filmaufnahmen, Fotos machen mit ihrem Handy. Was man nicht darf, ist die zu veröffentlichen dann auf Instagram, Facebook und zu posten, sondern eben diese Videoaufnahmen dann der Polizei zur Verfügung stellen. Das ist auch wichtig, das ist auch gut. Da hat man natürlich weitere Ermittlungsansätze, wenn man Video- oder Filmmaterial hat von der Tat oder von den Täterinnen. Deswegen, also da, das ist nicht illegal, das ist sogar auch gut, aber natürlich nur, wenn man sich nicht in Gefahr bringt und wenn man auch irgendwie sicher das filmen kann. Michael, werden nach Wunschkräfte der Polizei Berlin zum Thema LGBTQ sensibilisiert? Sind Inhalte in der Ausbildungsstudium dafür vorgesehen? Ja, also die Nachwuchskräfte, da haben wir ein verpflichtendes Tagesseminar für alle Nachwuchskräfte, also für den mittleren Dienst und für den gehobenen Dienst, also in Ausbildung und im Studium. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir wirklich alle Nachwuchskräfte der Polizei Berlin erreichen. Ja, in diesem Tagesseminar, das Anne und ich durchführen, da geht es dann um Sachen wie, was ist LSBTIQ überhaupt, was bedeuten die Buchstaben, was ist der Unterschied zwischen Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit. Dann auch, was ist queer, was ist nicht binär. Wir erklären also erstmal, fangen bei Null an, dass jeder den gleichen Stand hat. Dann geht es auch um dienstrechtliche Dinge, um wie durchsuche ich, wer durchsucht eine Transperson, ne, Mann, Frau, da gibt es ja Besonderheiten. Dann geht es auch nochmal kurz geschichtlich um den Paragraph 175, um eben dieses überdurchschnittliche Dunkelfeld, da klären wir drüber auf. Und erkennen dann eben von Hasskriminalität, wer das bearbeitet, was ich beachten muss. Das sind so die wesentlichen Inhalte.
Und am Nachmittag, das ist der erste Teil, und der zweite Teil, den übernimmt Bastian Finke, das ist der Leiter von dem schwulen Antigewaltprojekt Maneo. Mhm. Der erzählt dann nochmal über seine Arbeit in Berlin und sensibilisiert eben auch nochmal. Also Polizei Berlin arbeiten zusammen, gut zusammen mit Maneo, richtig? Genau, wir sind ist uns einer unserer wichtigsten Netzwerkpartner. Wir haben eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Wir tauschen auch uns die Klienten sozusagen aus. Maneo verweist an uns als Polizei und wir andersrum eben auch an Maneo. Wir haben eine Live-Gäste hier und vielleicht jemand von unserer Publikum wird eine Frage zum Gast stellen. Bitte handeln Sie Hand. Und hallo. Michael? Ich hasse meine Stimme. Okay. So, meine Frage ist, ich habe alle Broschüre gesehen, die sind auf Deutsch und auf Englisch. Und Sie haben ein bisschen darüber gesprochen, aber ich wollte wissen einfach, was gibt es für Mehrsprachigkeit für diese Services? So, gibt es nur auf Deutsch oder nur auf Englisch oder man muss mit einem Übersetzer kommen, weil das ist ein bisschen schwierig für die Leute, die können gar nichts Deutsch machen und dann, das ist immer Beamterdeutsch, das ist ganz schwierig zu verstehen und dann, das könnte ein bisschen Enttäuschung sein, wenn ich dorthin komme und dann, ich kann gar nichts kommunizieren und dann, okay, ja, ich habe versucht, aber das geht nicht und so, ich wollte einfach darüber wissen, gibt es verschiedene Optionen, Möglichkeiten oder gibt es Pläne dafür? Ja, also die gibt es natürlich, wenn man zu einer Vernehmung vorgeladen wird, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Also die Sprachbarriere ist jetzt kein Hinderungsgrund. Bei den Informationsbroschüren, die gibt es momentan auf Deutsch und Englisch, aber die werden gerade im Moment auch übersetzt in 5 andere Sprachen und die werden dann zeitnah erscheinen und dann können wir die eben auch in ganz vielen Sprachen anbieten. Ups. Ja. Hat noch jemand die Frage? Bitteschön. Ich habe eine Reibeisenstimme, also du hast eine wundervolle Stimme im Gegensatz zu mir, aber von daher, darum geht es gerade nicht. Ich habe eine Frage und zwar, ich sag mal so, Berlin ist, du hattest vorhin angesprochen, wir sind immer ganz froh, wenn es mehr Meldungen gibt, die präzisieren, wo Gewalt stattfindet, weil es sozusagen ein Heraus aus dem Dunkelfeld gibt, weil umso mehr an Straftaten angezeigt werden, umso mehr sind wir in der realistischen Situation zu erfassen, dass es einfach auch ganz viel Gewalt gegen Lesben, Schwule, Transpersonen, Bisexuelle etc. gibt. Und nun ist es so, dass Berlin leider ein Alleinstellungsmerkmal hat auf Bundesebene, was die Erfassung betrifft von Homo- und Transphoben etc., Angriffen gegen LGBTI-Minderheiten. Dass es da gar nicht so viele Bundesländer gibt, die das überhaupt erfassen. Und die Frage ist einfach, ob ihr, die sich ja zum Beispiel gemeinsam mit Felspol, kannst du gerne nochmal ausführen, was Felspol ist, unterhaltet euch auf Bundesebene sozusagen darüber, was eigentlich stattfindet und was auf Bundesebene gemacht werden muss und unterhaltet euch ja darüber. Und dann ist jetzt einfach die Frage, ob ihr sozusagen aus Berliner Erfahrung heraus an andere Bundesländer herantretet mit den Erfahrungen, die Berlin hat in der Dokumentation, in der Aufnahme von Gewaltdelikten, was die Notwendigkeiten betrifft in anderen Bundesländern und was sozusagen auch an die Politik gespiegelt wird. Kannst du da nochmal vielleicht drauf eingehen, ob es da irgendwelche Initiativen gibt, die von Berlin, auch von der Polizei sozusagen ausgehen, in Kürze, möglicherweise in den nächsten Jahren, damit wir an diesem Punkt ein Stückchen weiterkommen und da auch tatsächlich Berlin-Erfahrung auch auf Bundesebene wieder gespiegelt werden? Ja, also sehr gern. Genau, also Felspol ist der Verein lesbischer und schwuler Polizeibeamter, wer den nicht kennt. Die setzen sich eben genau für diese Themen ein. Wir in Berlin sind da schon relativ weit beim Erkennen von Hasskriminalität, das ist richtig. Da schauen andere Bundesländer aber natürlich auf uns und als Berlin geben wir natürlich auch unsere Informationen weiter. Es kommen immer solche Ländervergleichsabfragen, wo dann quasi geschaut wird, wie weit sind die anderen Bundesländer, was kann man da noch was machen, was muss noch getan werden. Und natürlich Ziel ist
oder wäre wünschenswert für uns, dass es eben bundesweit eine einheitliche Erfassung von Hasskriminalität gibt. Die Definition gibt es ja vom BKA, das ist ja deutschlandweit definiert, aber die Unterschiede von den Bundesländern sind da noch sehr, sehr groß. Aber ich denke jetzt auch mit der Ampelregierung, und da gibt es Vorhaben auch mit den Plänen, das umzusetzen. Wie lange das dann dauert und ob die Bundesländer das alle umsetzen, ist natürlich eine andere Frage, weil natürlich Polizeirecht Landesrecht ist. Und da ist natürlich die größte Problematik zu sehen. Aber wir geben natürlich Informationen weiter. Wir informieren die anderen Bundesländer, wie das hier in Berlin gehandhabt wird. Und es wäre wünschenswert, wenn alle Bundesländer das so handhaben. Ich glaube, ich habe gesehen noch ein Hände. Jenny, noch hier? Test. Ah, jetzt. Genau, ich habe auch noch eine Frage, und zwar jetzt gar nicht speziell auf diese Anzeigen. Thematik, sondern wie ist das als schwuler Mann in dieser Männerdomäne? Sie sind ja wahrscheinlich da irgendwie relativ offen, müssen Sie ja sein, wenn Sie diese LGBT, ich kenne es immer noch nicht, Community vertreten. Aber laufen Sie da auch manchmal intern gegen Wände, oder müssen Sie da für unsere Community auch intern kämpfen, wenn Sie sich dazu überhaupt äußern dürfen? I don't know. Ja, natürlich darf ich mich dazu äußern, und ja, ich bin geoutet bei der Polizei Berlin und habe da auch keinen Gegenwind oder keine Probleme. Auch in meiner bisherigen Karriere ist mir da nichts Negatives aufgefallen oder passiert. Es gibt natürlich manche Kollegen, die das nicht so toll finden, die mir dann wahrscheinlich aus dem Weg gehen, aber das kriege ich ja nicht mit, weil das kann natürlich auch sein, dass einfach man sich unsympathisch ist und man eben nicht mit allen Kollegen, Kolleginnen Best Friends ist, aber als homosexueller, schwuler Mann bei der Polizei Berlin geht es einem recht gut, und natürlich auf dieser Position, auf dieser Stelle sollte man dann doch schon geoutet sein, sonst ist es auch, glaube ich, schwierig. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Noch jemand? Dann machen wir weiter, und ich habe noch eine Frage, eine interessante Frage, was ich jetzt entschieden Fragen bei dir. Kann ihr Menschen finden dich im Social Media, ich meine im Dating Social Media, wie eine Person, weil du bist auch schwul, und benutzen du wie ein Mensch auch Dating Media, zum Beispiel Hornet oder Geromeo oder so? Ja, ich habe Social Media Präsenz. Aber eben privat, und ich habe auch Dating-Apps, wo ich privat eben... Nur privat, ja. Privat, genau. Mhm. Nicht als Polizist oder als Ansprechperson. Ja, nee, das war nicht meine Frage. Ja. So, hat noch jemand eine Frage? Nee, sehe ich nicht. Okay. Ihr vergangener Sebastian Stieb war nicht nur für seine Arbeit in diesem Amt bekannt, aber besonders auch für sein musikalisches Talent. Was machen die in ihrer Freizeit, in deiner Freizeit? Ja, genau, Sebastian Stipp hat ja gesungen. Ich kann leider gar nicht singen, also das erspare ich Ihnen lieber. Meine Stimme ist sehr, sehr schlecht. Aber in meiner Freizeit reise ich sehr gerne. Ich also im Sommer gern ans Meer, Spanien, Israel oder ähnliche Ziele mit viel Sonne und viel Strand. Im Winter gerne Wintersport, Snowboard in die Alpen, und ansonsten genieße ich in meiner Freizeit mit Freunden, Bekannten die Berliner, das Berliner Kulturangebot und hier gibt es ja sehr viel zu erleben. Welches Musik hörst du gern? Also Techno oder mehr Pop? Und gehst du zum Beispiel Clubs oder so, wie mit Menschen sprechen und wie in deiner Freizeit, ich meine? Ja, also mein Musikgeschmack ist sehr divers. Also ich höre natürlich Radio, Popmusik, aber mein Herz schlägt dann doch für elektronische Musik. Deswegen ist ja auch Berlin bekannt dafür, in einem einen oder anderen Club. kann man mich bestimmt mal tanzen sehen am Wochenende. Und ja. Gehst du zum Clubs, nach Clubs? Ja, ab und zu gehe ich auch mal tanzen. So. Welches Club ist dein mehr bekannt? Ich meine, dein Favorite? Es gibt
gibt's in Berlin sehr viele Clubs in Berlin. Immer unterschiedlich. Also da möchte ich jetzt nicht so ins Detail, okay, ins Detail wir, gehen. Dann machen wir nicht ein Glas auf dem Topf. So, warum ist die Polizei in Berlin anders als die Polizei in anderen Bundesländern? Na, die Polizei in Berlin ist nicht unbedingt anders. Es gibt ja, Polizei ist Ländersache. Es gibt vielleicht leicht unterschiedliche Gesetze. Im Prinzip ähnelt sich aber alles. Ich war ja auch in Frankfurt am Main Polizist. Da ist jetzt kein Riesenunterschied zu Berlin in so normalen Themen. Aber natürlich beim Thema LSBTIQ gibt es einen deutlichen Unterschied. Da haben andere Bundesländer, sind da noch nicht so ganz so weit wie wir. Als Beispiel, wir haben ja Ansprechpersonen für LSBTIQ seit 30 Jahren, also wirklich seit 1992, gibt es Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweise, hieß es damals noch. Die Entstehungsgeschichte ist ganz eine interessante Geschichte. Da war im Preußenpark, gab es eine sogenannte Klappe, also in einem Cruising-Gebiet. Da gab es sehr viele Raubüberfälle auf homosexuelle Männer. Also im Jahr 1992, und da hat der Leiter des Raubkommissariats damals in diesem Bereich diese Täterbande wurde festgenommen aufgrund anderer Taten, und er hat festgestellt, dass es kaum Anzeigen gibt. Mhm. Die haben über 100 Taten gestanden, dass sie da schwule Männer ausgeraubt haben in diesem Cruising-Gebiet, und es gab kaum Anzeigen. Da hat sich eben der Leiter des Raubkommissariats gedacht, wieso ist das so, wieso gibt es kein Vertrauen, und hat eben deswegen diese Stelle gegründet und auch selbst übernommen als heterosexueller Mann. Und das ist so der feine Unterschied. Hamburg hat sich dann entschieden, 2016, also über 20 Jahre später, als zweites Bundesland diese Stelle einzuführen. Und danach kamen dann immer mehr Bundesländer, aber es gibt auch heute noch Bundesländer, die keine, also hauptberuflichen Ansprechpersonen für dieses Thema haben. Da wäre jetzt Bayern und NRW zu nennen, zum Beispiel mit der Regenbogenhauptstadt Köln. Das sind vielleicht die Unterschiede. Da ist eben Berlin Vorreiter gewesen in dieser Thematik. Also ja, ich habe richtig verstanden, was... diese Stelle, wir haben in jedem Polizei auf jedem Bundesländer oder nur in Berlin? Nein, eben nicht. Also es gibt mehrere Bundesländer, nicht alle, aber mittlerweile viele in Berlin als erstes. Mhm. Und es gibt dann quasi Ansprechpersonen im Nebenamt in anderen Bundesländern, die machen das quasi nebenbei. Die fahren dann noch zum Beispiel Funkwagen oder sind im Büro tätig und machen dann 20-30% ihrer Arbeit für dieses Thema. Aber Anne und ich, wir machen 100%, also einen Fulltime-Job, kümmern uns nur um LSBTIQ-Angelegenheiten. Mhm. Das ist der Unterschied. Gibt es einen Standard für die Polizeiarbeit für alle Staaten und des Landes gibt? Einen Standard? Oder in jedem Staat, wir haben verschiedene Polizeiregeln für die Polizisten. Genau, es gibt verschiedene Polizeiländergesetze, die unterscheiden sich ähnlich, die ähneln sich sehr in den Maßnahmen, Durchsuchung, Identitätsfeststellung, gibt es da kleine Unterschiede, dass es in Bayern ein bisschen striktere Gesetze sind als zum Beispiel in Berlin, mhm, dass man da mehr Möglichkeiten hat oder Personen länger festhalten kann. Aber natürlich das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung, die gilt deutschlandweit in jedem Bundesland. Mit welchen Herausforderungen du bist bei deiner Arbeit konfrontiert? Also als Ansprechperson. Ja, also die größte Herausforderung ist natürlich, das Vertrauen zu gewinnen der Community. Die ist sehr, sehr skeptisch. Gerade auch in der Trans-Community haben wir noch sehr viel Misstrauen gegenüber der Polizei. Da müssen wir natürlich dran arbeiten. Das ist eine große Herausforderung. Und das machen wir auch. Dafür gibt es uns ja. Wir lassen da nicht locker und sind auf vielen Veranstaltungen, haben auf den Straßenfesten, Mottstraßenfest, Parkfest Friedrichshain, Präventionsstände und versuchen da wirklich Vertrauen zu gewinnen, Gespräche zu führen, aufzuklären, aber auch zum Beispiel beim CSD, bei der größten Demonstration sind wir mit dabei, bei dem Einsatz, beim Dyke March, da versuchen wir einfach sichtbar zu sein
Und was da vielleicht noch eine Herausforderung ist, dass wir natürlich, Anne und ich, nur zu zweit sind und es sehr, sehr viele LGBTIQ-Veranstaltungen gibt in Berlin, die alle manchmal abzudecken, ist schwierig, aber dafür haben wir dann ein internes Multiplikatorinnen-Netzwerk, die uns unterstützen. Zum Beispiel am Mottstraßenfest, das geht ja Samstag und Sonntag von vormittags bis Mitternacht. Das können natürlich nicht Anne und ich allein machen. Da unterstützen uns dann unsere mittlerweile über 100 Multis und betreuen da den Stand und helfen uns aus. Also in Berliner Polizei, wir haben auch eine Musikerband, wer singt Sebastian Stieb. Kannst du uns ein bisschen über diese Sache erzählen? Weil das ist auch sehr interessant, weil so viele Polizisten auf der Freizeit singen und machen so viele Konzerte in Berlin und so sehr berühmte Konzerte in Berlin. Ich finde das sehr toll. Also Sie sprechen gemeinsam Bund an. Genau, ja. Das ist unser Benefizkonzert, das jährlich stattfindet. Auch dieses Jahr wieder wird das stattfinden. Da hat Sebastian Stipp seinen Auftritt und auch das Landespolizeiorchester hat da einen Auftritt. Das ist die Spendeneinnahmen, die da quasi gesammelt wird durch die Eintrittsgelder, die gehen dann an gemeinnützige Vereine eben mit LGBTIQ-Hintergrund, und das ist wirklich eine schöne Veranstaltung, deswegen kann ich Sie alle nur herzlich einladen, da dieses Jahr am 5. September im Theater des Westens dabei zu sein. Gut. Weil wirklich, ich finde, ich sage ehrlich, ich mag die Berliner Polizei, weil bei mir, du hast schon auf dem CSD gesagt, und bei mir auf meinem ersten CSD hier in Berlin, das war, glaube ich, Marzahnbreit, ich gehe auf die Straße und mit mir gehen so viele verschiedene sexuelle Polizeimenschen. Und für Spaß, ich denke, ich würde Spaß gemacht und gehe zu meinem Polizisten und sagte, verhafte mich. Also, was muss ich machen, kannst mich verhaften? Und er hat mir gesagt, wieso ich muss das tun? Ich will mit dir zu meiner Polizeibüro auf dein Kai gehen. Also, und ich finde das sehr toll, was Polizei mit dieser Ironie, mit dieser Freundschaft arbeitet, wie unsere menschliche Gemeinschaft, das hilft Menschen, das ist nicht so aggressiver und auch haben das funny moments und ja. Wie kann ich Sie um Hilfe bitten und wie schnell werden Sie an den Anruf reagieren? Sie können uns natürlich von Montag bis Freitag erstmal zu Bürozeiten erreichen, von morgens bis nachmittags. Aber auch außerhalb dieser Zeit haben wir einen Anrufbeantworter geschaltet. Also am Wochenende kann man uns eine Nachricht hinterlassen. Die hören wir dann natürlich direkt Montagmorgen ab und rufen dann zurück. Aber das natürlich nur in so Beratungsfällen, wenn man eben Fragen hat mit Polizeibezug, in welcher Art auch immer. Entweder ist einem was passiert und man ist sich nicht sicher, ob das zur Anzeige gebracht werden kann, ob das schon eine Straftat ist, dann kann man uns gerne anrufen und dann rufen wir doch relativ schnell zurück oder gehen eben dann direkt ran. Man kann uns aber auch per E-Mail kontaktieren, uns einfach eine E-Mail schreiben, da antworten wir dann auch drauf. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber hauptsächlich Telefon und E-Mail oder eben auf den zahlreichen Veranstaltungen einfach ansprechen. Wenn es dringend ist, wenn was Schlimmes passiert ist, dann bitte 110, den Notruf, und nicht uns anrufen am Samstagnacht. Zum Beispiel, wann Polizei kann nicht das Menschen, wer hat einen Angriff, finden? Diese Information geht zum Statistik über das Homophobie-Tag in Berlin. Habe ich nicht ganz verstanden. Zum Beispiel, wann ein Mensch schreibt eine Polizeianzeige und Team von Polizei haben gesagt, wir finden das Menschen nicht, also wir schließen dein Case zu. Dieser Case nicht mehr in Bearbeitung bei Polizei, aber die Information, was wir bekommen, neue Polizei angegriffen, Homophobie angegriffen auf den Mensch, diese Information geht zum Jahresstatistik. Ja, natürlich, wenn man eine Anzeige macht, geht die über unseren Tisch. Alles, was in Berlin passiert an queerfeindlichen Straftaten, kommt zu uns.
wenn es richtig erkannt wird, erfasst wird. Und dann so sehen wir ja, wo ein Schwerpunkt auch entsteht ist. Und eben nur, wenn man was anzeigt, können wir auch sehen, wo ist der Schwerpunkt, wo müssen wir tätig werden, wo müssen wir Maßnahmen treffen, wie auch immer die dann aussehen, ob das mit Präventionsständen, Plakatkampagnen oder mit uniformierten Kräften ist. Das kommt dann immer drauf an. Aber natürlich muss man es anzeigen. Und nur dann wissen wir auch, wo der Schwerpunkt ist. Und das ist dann unabhängig davon, ob ein Täter ermittelt wird oder nicht. Die Anzeige ist deswegen so wichtig, dass man sie macht, auch wenn später niemand ermittelt wird, dass wir eben sehen, diese Ecke ist gefährlich, dort passieren viele Straftaten, dort häuft sich. Und deswegen können wir nur immer sagen, wieder alles anzeigen, unabhängig jetzt davon, ob, wie die Aussichten sind, da einen Täter oder eine Täterin zu ermitteln. Was würden Sie sich für die LGBTIQ-Community in Berlin und für die LGBTIQ-Community Flüchtlingen, die zu uns kommen und würden diese Show dann auf YouTube sehen, sagen oder wünschen? Ja, für die Community wünsche ich natürlich, dass hier jeder sicher und offen leben kann, so wie er möchte. Und das ist natürlich, gilt besonders für Geflüchtete, die hierher kommen. Die kommen ja meistens aus Ländern, wo sie eben vielleicht in ihrem Heimatland noch verfolgt werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Denen wünsche ich natürlich, dass sie hier Schutz finden in Berlin, dass sie hier gut ankommen, gut aufgenommen werden, dass Berlin als Regenbogenhauptstadt quasi ihrem Ruf gerecht wird und dass sie nicht wieder Diskriminierung oder Gewalterfahrungen hier in Berlin machen müssen. Und ich wünsche sich sagen, was in dieser Situation Sie alle können bestimmt zum Polizei gehen und Polizei wird 100% mit dieser Situation Bearbeitung und machen, gesetzlich machen, was sie können machen und beschützen sie von diesem schlechten Sache in seinem Leben. Warum denken Sie, dass diese Arbeit in der heutigen Gesellschaft wichtig ist? Also unsere Arbeit ist natürlich immer noch wichtig, weil, ich habe es ja schon angesprochen, es gibt eben immer noch ein großes Misstrauen der Community gegenüber uns. Deswegen Vertrauen, das kann man nicht einfach mal so gewinnen und bleibt dann, sondern muss man halt stetig dran arbeiten. Und das wollen wir auch. Wir wollen das Vertrauen ausbauen. Deswegen als Polizei Berlin arbeiten wir auch stetig daran, natürlich besser zu werden. Und ja, das ist natürlich wichtig, dass man da einfach dran bleibt. Ich bedanke dir für dieses herzliche Gespräch und ich bedanke eure Gäste für heute da sind und ich wünsche Berliner Polizei alles Gutes und dir, deine Kollegin. Ich finde ihre Arbeit sehr toll, also und diese Stelle sehr toll und ich glaube an unsere Polizei, an unser Rechtssystem. Und vielen Dank für Sie machen das, diese schwierige Arbeit für unsere Gemeinschaft, menschliche Gemeinschaft, LGBTQ-Gemeinschaft und beschützen uns von allen bösen Sachen in unserem Leben. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte auch sagen, vielen Dank heute Team von AHA Berlin und dieses schöne Place, wer wir heute treffen mit unserem Gast. Vielen Dank unser Kamerateam, die Wedding-Filmer Joseph und Rüdiger. Großer Applaus. Jeden von euch können uns unterstützen mit seinen Donation auf dem Bar oder per PayPal schicken das auf Donation, weil diese Show ohne eure Unterstützung nicht möglich und wir brauchen sie, also bitte machen das. Und mit euch war heute Fatal Flash und Michael Spät, unser Ansprechperson für Antidiskriminierung. Danke.